Digital und real. Digitale Begegnungen von echten Menschen mit dem echten Gott. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Digital und Real, dem Podcast der Region Digital in der Allianzmission. Hier geht es um echte Begegnungen von echten Menschen mit dem echten Gott im digitalen Raum. Heute bin ich nicht alleine, Simon Dierks, sondern ich habe noch einen zweiten Simon bei mir. Herzlich willkommen, Simon Birr. Schön, dass du mit dem Podcast bist. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Wir beiden sind tatsächlich ein eingespieltes Podcast-Team, weil wir machen gemeinsam einen Podcast, und zwar den Podcast der Beta-Kirche, wo wir auch beide Teil von sind. Ganz genau. Da wird es heute ein bisschen drum gehen, aber auch um das, was dich als Nerd und KI-Enthusiast sonst noch so bewegt und begeistert. Simon, stell dich auch zum Start mal kurz vor. Was sollte man über dich wissen? Was sollte man über mich wissen? Also eigentlich, ich bin Simon. Das reicht mir immer schon, wenn die Leute das wissen. So, denn manche interessiert das noch. Ich bin Pastor, mittlerweile seit fast 14 Jahren, war 12 Jahre in der Gemeinde tätig als Jugendpastor. Mittlerweile bin ich aber selbstständig. Das liegt daran, dass ich dieses Thema Digitalisierung unglaublich genial finde, dass ich glaube, dass da ganz viel passieren wird und dass ich mich darauf fokussiere. Da gibt es bisher wenig Geldgeber, die sagen, da stellen wir Vollzeitstellen ein. Deswegen habe ich mich selbstständig gemacht und verdiene auf anderen Wegen mein Geld. Bin so ein bisschen im Mediendesign tätig, in KI-Geschichten. Mache natürlich pastorale Aufgaben. Gründe gerade mit einem großen Team eine Beta-Kirche. Und ich habe auch noch ein kleines Jazzcafé. Ja, genau. Das Jazzcafé darf man durchaus nennen, denn es ist, so möchte ich sagen, auch ein Mittelding zwischen Leidenschaft und einem innovativen Weg, wie Menschen Begegnungsräume haben, wo auch über Gott gesprochen wird, auch. Die man sonst einfach nicht in der Kirche kriegen würde. Ganz genau, ja. Ganz genau. Also es ist ein säkulares Café, aber dadurch, dass ich Pastor bin, ist da direkt eine gewisse Nähe zum christlichen Glauben drin. Und ich merke schon, dass das zukunftsträchtig ist und dass man, glaube ich, diese Verbindung von mitten in der Gesellschaft und gleichzeitig Kirche digital in der Hosentasche, dass das ganz, ganz weite Kreise ziehen kann. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Du hast das Stichwort schon genannt, Kirche für die Hosentasche. Das ist der Slogan, mit dem die Beta-Kirche unterwegs ist. An dieser Stelle zur Erklärung einmal gesagt, wir sind beide Gründungsmitglieder der Beta-Kirche, aber wir waren nicht dabei, als der Gedanke aus der Taufe gehoben wurde. Wer sagt, das interessiert mich nochmal tiefer reinzuhören, den verweise ich gerne auf den Podcast der Beta-Kirche, findet ihr in den üblichen Verzeichnissen. Dort haben wir gerade kürzlich einen Talk mit Christoph aufgenommen, der so mit der Geburtshelfer der Idee war. Simon, wann bist du zur Beta-Kirche dazugekommen und warum? Oh, bei dieser Frage muss ich jedes Mal überlegen. Also ich weiß, es gab diesen Hackathon und ich meine, der war irgendwann vor 3 Jahren oder sowas gewesen. Das ist lange her, ja. Also es gab ein kleines Team, die haben gesagt, wir wollen eine digitale Kirche gründen. Die haben sich ein paar Gedanken gemacht. Eher noch analog, das kann man sehr, sehr schön in diesem Podcast mit dem Christoph nachhören. Und dann haben sie gesagt, wir machen einen Hackathon, wo wir breit einladen. Und das habe ich bei Instagram gesehen, habe ich dazu angemeldet, weil es war gerade Zeit. Und ich fand es genial, als wir dann darüber nachgedacht haben, wie kann man einen Gottesdienst digital abbilden. Also es ging nicht um die Frage, wie machen wir einen Gottesdienst, den wir dann bei YouTube streamen, sondern wie machen wir das, wenn es wirklich ganz digital ist. Und wir haben von null angefangen zu denken und haben die Konzepte entwickelt, die bis heute Bestand haben. Und dann weiß ich noch genau, der Christoph fragte mich, Simon, kannst du dir vorstellen, weiter dabei zu sein? Und ich dachte nur so, was ist das für eine Frage? Selbstverständlich, das ist so mega geil. Ey, das will ich. Und da will ich auch mehr investieren. Damals war ich noch Pastor der Gemeinde, das heißt, das war wirklich noch auf Sparflamme. Aber für mich war das ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, das ist meine Zukunft erstmal. Ja. Genau, du hast erwähnt Hackathon. Was ist gelaufen im Vorfeld? Für mich war es auch so, dass dieses Wochenende beim Hackathon so der erste Kontaktpunkt zur Beta-Kirche war und ich auch gesagt habe, hier will ich mitlaufen. Was war im Vorfeld gelaufen? Es hat sich ein kleines Team gebildet von Leuten, die haben so über ein halbes Jahr nachgedacht, wie sollte digitale Kirche sein, haben Werte erarbeitet, eine Homepage auf die Beine gestellt und so weiter und so fort. Und dieser Hackathon war so das erste Go Public der Idee Beta-Kirche. Beschreib mal, was ist ein Hackathon und was ist an diesem Wochenende passiert? Nochmal konkret. Du, ich glaube, ich weiß gar nicht, was ein Hackathon ist. Also ich war tatsächlich in meinem Leben genau bei diesem einen einzigen von der Beta-Kirche dabei gewesen. Grundsätzlich geht es ja darum, man trifft sich digital natürlich und arbeitet an einem Projekt.
So, und dann, das kann ein technisches Projekt sein, dass man sagt, wir brauchen den und den Code, den wir entwerfen wollen. Es kann aber auch sein, dass wir nur diese Frage haben, wie sieht ein Gottesdienst digital aus? Das war sehr gut vorbereitet, der Christoph und auch das Team drumherum, die haben sehr viel mit Miro gearbeitet, am digitalen Whiteboard. Und da haben wir dann gemeinsam einfach Ideen zusammengeschrieben, haben uns dann kleine Teams aufgeteilt. Die einen, die haben überlegt, was macht man mit Liedern, also wie kann man das einbinden? Weil du hast dann nicht jedes Mal irgendwie Musiker, die mitspielen können. Und dann haben wir auch schnell festgestellt, zum Beispiel, das ist ein wichtiges Thema bei Gottesdiensten digital. Man kann Musiker ja wirklich nur schwer an verschiedenen Orten zusammenspielen lassen. Also das geht, aber das ist technisch schon sehr, sehr mühsam. Da ist nichts mehr mit Kirche in der Hosentasche. Und ein anderes Team hat überlegt, wie macht man das mit Andachten oder Predigten? Soll dann eine Person 20 Minuten reden? Und wir haben schnell festgestellt, so eine 20 Minuten Predigt digital macht keinen Spaß. Das macht überhaupt gar keinen Spaß. Gerade dann, wenn man wirklich diesen Anspruch noch hat, wir sind zu Hause, wir haben jetzt kein großes Studio. Man guckt wirklich den Leuten von der Webcam auf die Stirn. Das ist ja auch optisch manchmal nicht so das Geile. Und haben dann festgestellt, nee, wir wollen da ein bisschen alternative Wege gehen und trotzdem aber dieses geistliche Erleben in Vordergrund stellen. Ja, danke dir für den Einblick. Genau, also Beta-Kirche heißt die Gemeinde, die digitale Gemeindegründung. Beta steht dabei für das, was man von der Software kennt, eine Beta-Version, also etwas Unfertiges. Das war von Anfang an so unsere Überzeugung, wir probieren jetzt einfach mal. Wir haben nicht alle Antworten, wir haben noch keine fertigen Antworten für Kinder- oder Jugendarbeit. Bisher hat noch niemand bei uns geheiratet oder sich taufen lassen oder ist gestorben. Mit all dem beschäftigen wir uns, wenn es soweit ist. Das heißt, wir sind die unfertige Version einer digitalen Kirche, die einfach mal losprobiert. Und das drückt auch diese Hackathon total cool aus. Also ihr müsst euch vorstellen, als erster öffentlicher Aufschlag zu sagen, okay, jeder, der Bock hat, mit über digitale Kirche nachzudenken, der kommt dazu. Wir arbeiten einen Tag lang gemeinsam aus wie ein digitaler Gottesdienst, der nicht einfach nur ein abgefilmtes aussehen sollte. Und am nächsten Tag führen wir ihn einfach durch. Richtig cool. Das war der Startpunkt. Seitdem sind ein paar Jahre ins Land gegangen und inzwischen ist aus der Beta-Kirche tatsächlich eine richtige kleine Gemeinde geworden. Wir haben hin und her überlegt, wo wir uns anschließen wollen, haben uns dann, weil viele FEG-Hintergrund haben, entschieden, dass wir Gründungsinitiative im Bund FEG werden und damit so Rechte und Pflichten einer der Körperschaft des öffentlichen Rechts haben, Spenden entgegennehmen können, derartiges. Genau, und es ist einiges gewachsen an Gemeindeleben. Nimm uns da mal mit rein, Simon, wie sieht Gemeindeleben in der digitalen Gemeinde Beta-Kirche aus? Also es gab von Beginn an eigentlich die Idee, dass es 2 bis 3 Säulen des Gemeindelebens gibt. Das ist eigentlich ähnlich wie im analogen Bereich. Es gibt einen Gottesdienst, wo man sich trifft, wo man Gott begegnet. Dann gibt es Kleingruppen. Das sind bei uns die Communities. In der normalen Gemeinde würde man das Hauskreise nennen, aber die Communities sind mehr als Hauskreise. Also Hauskreis bezieht man sehr schnell auf eine Gruppe, die sich trifft und gemeinsam Bibel liest und darüber redet, vielleicht auch noch füreinander betet und so ein bisschen am gemeinsamen Leben teilhaben lässt. Eine Community in der Beta-Kirche ist mehr, da geht es auch um Interessengemeinschaften. Es gab zum Beispiel, das ist so diese klassische Gruppe, die wir immer wieder erwähnen, unsere, wie heißt das? Zusammenschweiß. Zusammenschweiß, genau. Ich denke mal, Let's Schwitz. Die hatten sich mal getroffen, um Sport zu machen, währenddessen einen Podcast zu hören und dann danach darüber zu reden. Lustig ist, sie machen mittlerweile nicht mehr so viel Sport, aber das ist egal. Es ging halt darum, es war eine Gruppe, die wollte Sport machen. Ich habe dann irgendwann mal eine Gruppe gegründet, den Stammtisch, der allerdings auch schon lange nicht mehr stattgefunden hat. Da ging es eigentlich nicht darum, dass man groß miteinander redet, sondern dass man einfach einen Raum hat, wo man gerade online ist und währenddessen irgendwas macht. Also das war in der Corona-Zeit für mich ein sehr wichtiger Punkt, dass ich mich mit Leuten online getroffen habe und wir einfach gearbeitet haben und währenddessen miteinander geredet haben. So wie im Großraumbüro quasi. Und so gibt es ganz verschiedene Communities mit unterschiedlichen Interessen, wo dann aber auch Kirche wieder mit vorkommt. Eine dritte Säule, die ist immer noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das ist unser Konzept von immer da. Das ist die Idee, dass man Kirche halt wirklich in der Hosentasche dabei hat und jederzeit diese Kirche erleben kann. In einer klassischen Gemeinde, die ein bisschen digital unterwegs ist, wären das zum Beispiel YouTube-Livestreams, die man im Nachhinein gucken kann. Wir sagen halt, unsere Gottesdienste live mitzuschneiden, macht an vielen Stellen gar keinen Sinn. Vielleicht in einzelnen Impulsen, die stellen wir auch online. Aber wir überlegen schon, gibt es da noch weitere Sachen, die wir machen können. Und da sind wir jetzt gerade auch in der Planung, dass wir nochmal neue Inhalte schaffen, auf
ganz verschiedenen Ebenen auch ganz, ganz breit aufgestellt. So ein paar Sachen mit vielleicht Meditation oder ich habe auch noch immer die Idee, so ein paar christliche Reels zu machen. Das ist eigentlich was, wo ich richtig Bock drauf habe, aber ich merke so, als Singleplayer macht das keinen Spaß. Also wenn man wirklich so der Einzige ist, der irgendwas machen soll und dann so einen gewissen Druck verspürt, das ist nicht schön. Ja. Wenn wir da aber ein Team zusammenstellen könnten, die sagen, wir vertonen jetzt einfach mal ein paar Psalmen oder sowas, glaube ich, dass das einen großen Mehrwert für viele bieten würde. Ja. Ja, danke. Genau, du hast damit ein bisschen die Bandbreite gezeigt. Drei Schwerpunkte. Einmal feinen Gottesdienst, machen wir zurzeit einmal im Monat. Wir machen den feinen Sonntagabends. Der ursprüngliche Gedanke war, Sonntagabends 19.30 Uhr, Gottesdienst auf deiner Couch und um 20.15 Uhr zum Tatort sind wir fertig. Die Erfahrung zeigt, wenn man noch ein bisschen quatscht oder das Programm vielleicht mal nicht nur drei, vier Stunden lang ist, dann wird es schon mal länger. Aber das ist einer der Standpunkte. Digitale Communities hast du erwähnt und das dritte ist immer da. Das heißt, eben beides. Synchrone Formen von Kirche, wo Leute zum gleichen Zeitpunkt beieinander sind, und asynchrone Formen, sei es über das Gespräch im Alltag miteinander, sei es über Podcasts oder über andere Inhalte, die zu jedem Zeitpunkt abrufbar sind. Genau, ein Gemeindehaus haben wir nicht. Wir haben noch nicht mal eine definierte Adresse so richtig. Wie kommen denn die Leute zusammen? Was ist unser digitales Gemeindehaus? Wir sind derzeit bei Zoom. Zoom hat sich ja in der Corona-Zeit zu dem Treffpunkt eigentlich etabliert. Und wir merken auch, das ist etwas, womit die meisten, die jetzt nicht so direkt digital affin sind, umgehen können. Ja. Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt mit nur Nerds unterwegs wäre, wären wir irgendwo bei Discord oder sowas. Aber ich merke tatsächlich, jemand, der nur sagt, ich habe jetzt gerade keine Kirche vor Ort, ich hätte gerne irgendwas, was digital ist, da ist Discord eine maximale Überforderung. Ja. Zoom kann man irgendwie. Genau. Und wir haben auch festgestellt, da gibt's noch mehr Möglichkeiten als einen Standard-Zoom-Raum. Da sind wir auch gerade ein bisschen am Basteln. Also ich entwickle gerade ein Konzept, dass man in Zoom quasi einen Raum betritt und dann weitere Unterräume hat. Ähnlich wie ein Gemeindehaus, wo man dann ein Foyer hat zum Treffen, einen Gebetsraum, einen Gesprächsraum und einen Tagungsraum. Ja. So, dass man da auch sich direkt orientieren kann und verschiedene Sachen sogar parallel laufen können. Genau, du hast schon gesagt, wir haben experimentiert, wir haben in ersten Gottesdiensten viele unterschiedliche Tools verwendet und haben festgestellt, wenn wir wollen, dass die Leute so einfach wie möglich haben, reinzukommen, macht Zoom Sinn. Ja. Ansonsten Kommunikation und so weiter findet bei uns statt über eine App. Ja. Die Beta-Kirche-App könnt ihr euch runterladen, haben wir über den Dienstleister Communi-App, die so Gemeinde-Apps entwickeln, verwendet. Und das heißt, da hat jede digitale Community so ihre Chatgruppe, da findet man aktuelle Termine, da findet man irgendwie Verweise zu dem, was läuft oder auch Hinweise auf Medien. Genau, das ist der Ort, wo Kommunikation geschieht. Wir sind nicht mit allem glücklich, wie das funktioniert, aber es ist einfach für den Moment das, wo wir merken, das funktioniert gut. Und das ist auch die einzige Anforderung, die Leute, die wir sozusagen an Leute haben, ist, idealerweise kriegen die Leute es hin, sich eine App zu installieren und idealerweise kriegen die Leute es hin, Zoom zu bedienen. Das reicht schon. Genau, aber ich bin auch überzeugt, das muss man auch können. Ja. Also tatsächlich sage ich ganz, ganz offen und ehrlich, wenn man Interesse an einer digitalen Kirche hat und das nicht hinkriegt, eine Webcam am Computer anzuschließen, dann sollte man doch überlegen, ob man sich in irgendeiner Form einer analogen Kirche zuwendet. Also digital heißt schon auch, dass man digital etwas bedienen können muss. Auf jeden Fall. Ansonsten wird man da langfristig überhaupt gar keinen Spaß dran haben. Nun ist natürlich so, wir beide sind erklärtermaßen Nerds und auch beide Pastoren. Aber die Beta-Kirche besteht nicht nur aus irgendwelchen Kellerkindern, die sich nicht ans Sonnenlicht trauen und deshalb an der digitalen Kirche teilnehmen. Was sind das für Leute, die an Beta-Kirche teilnehmen? Und vielleicht gib uns doch mal einen Eindruck, wie groß ist denn das eigentlich, wenn wir von Beta-Kirche reden? Von wie vielen Leuten reden wir da? Also es sind interessanterweise fast keine Nerds. Ich würde sogar sagen, außer uns beiden sind das vielleicht noch so zwei, drei weitere, die so richtige, wir sind eigentlich auch keine Kellerkinder, aber schon so ein bisschen manchmal. Ne? Aber das ist nicht die typische Zielgruppe. Ja. Also wir richten uns nicht an die Gamer-Szene, wir richten uns nicht an diejenigen, die nur am Stream sind oder die bei Social Media groß sind, sondern Beta-Kirche ist eine Kirche für diejenigen, die gerade keine physische Kirche vor Ort haben. Das kann sein, dass man irgendwo im europäischen Ausland wohnt und dann 100 Kilometer fahren muss, um einen deutschsprachigen Gottesdienst zu besuchen. Das kann sein, dass man irgendwo in der Pampa ist, wo es zwar schon Freikirchen gibt, wo man aber merkt, okay, es gibt jetzt zwei Freikirchen und die sind irgendwie von ihren Werten oder von ihren Prägungen oder Traditionen so weit weg vom eigenen Stil, dass das echt komisch ist.
hin und wieder gibt es ja auch Situationen, dass man sich mit der Kirche so ein bisschen verkracht hat oder nicht mehr versteht und dann auch nirgendwo anders mehr hingehen möchte. Das sind verschiedene biografische Punkte, die die Menschen verbinden. Ja. Und das ist aber auch das, was sie alle gemeinsam haben. Sie haben gerade keine Kirche, die sie besuchen können, genau, wo sie gleichwertig geistliche Gemeinschaft erleben. Ja, genau. Alle Altersgruppen, von jung bis alt, von digital affin bis eigentlich keine Ahnung von Zoom, aber hingekriegt irgendwann mal das Mikrofon anzuschließen und eine Kamera anzuschließen und muss nicht mal die Frage stellen, hört man mich am Anfang der Zoom-Konferenz. Ja. Das zeichnet uns aus. Ja, genau. Ja, wie groß sind wir? Ja, spannende Frage. Kann man nicht so genau sagen, ne? Kann man überhaupt nicht so genau sagen. Also es gibt Gottesdienste, da sitzen wir mit 10, 12 Leuten zusammen und denken dann so, ja, wenn wir jetzt die Techniker und die Akteure abziehen, dann sind das überhaupt gar nicht mehr viele, die dabei sind. Dann sehe ich aber die App, wo hunderte Installationen und noch mehr Anmeldungen drin sind. Dann sehe ich die Social-Media-Kanäle, wo ja auch wirklich viel, viel Leute Interesse bekunden. Und dann denke ich wieder, eigentlich sind wir so groß und dann meldet sich keiner. Und dann denke ich, wir sind so winzig klein. Und dann plötzlich taucht von irgendwo irgendein Akteur auf, den ich noch nie gesehen habe, der aber schon seit Wochen einen Bibelkreis leitet. Ja, genau. In der Beta-Kirche. Ja. Das ist voll geil. Also man kann es nicht sehen, man kann es nicht beziffern. Das gehört aber zur digitaler Kirche auch dazu. Wir sind nicht alle immer nur öffentlich bei Instagram zu sehen. Manchmal sind wir ganz heimlich in unserem kleinen Zoom-Raum und reden miteinander, weil das reicht ja auch. Ja, ne? Genau. Und wir wissen nicht alles. Und wir müssen auch nicht alles wissen. Genau. Also ich muss nicht den kompletten Überblick über diese Kirche haben. Ich muss nicht jeden kennen. Ich muss auch nicht mit jedem persönlich gesprochen haben, bevor ich sagen kann, du darfst hier rein. Wir sind da. Und andere sind da. Genau. Voll digital. Genau. Das drückt sich auch so ein bisschen aus. Ja, die Leute, die mit uns in Kontakt kommen. Genau, da sind teilweise Leute dabei. Also genau, du hast gesagt, es gibt geografische Gründe, es gibt biografische Gründe. Ne? Also gerade gestern haben wir... Da habe ich ein Aufnahmegespräch für mit einer jungen Dame, die sagt, ja, wir haben eine familiäre Situation, unser Kind hat Einschränkungen, die dazu führen, dass wir einfach an normalem Gemeindeleben nicht teilnehmen könnten, aber hier können wir das. Oder ich denke an eine andere junge Dame, die hat das, was heute viel so gehypt als Dekonstruktion beschrieben wird, hinter sich, also wirklich zu sagen, ich schmeiß alles weg, ich schmeiß alles, was ich in Gemeindeerfahrungen gemacht habe, weg, alle Prägungen weg. Und dann ist die Frage, was bleibt dann? Und für sie war Bitterkirche ein Punkt, neu sich auf den Weg mit Gott zu machen. Und mittlerweile sich im Gottesdienst mitgestaltet ist im Kernteam. Das ist unglaublich spannend zu sehen und genau auch solche Momente zu haben, wie eines Abends treffen wir uns als Bitterkirche und stellen fest, da sind schon Leute drin, die machen gerade einen Bibelkreis. Genau das, was du beschrieben hast. Ne? Haben einfach eine neue digitale Community gegründet oder zu sehen, es kommen Leute dazu, die sagen, hey, ich hab's auf dem Herzen, ich will hier ein Angebot machen für ausgepowerte oder chronisch erkrankte Frauen. Eine andere Dame, mit der sind wir gerade in Kontakt, die wird jetzt in diesem Monat noch das erste Mal so ein Pilotprojekt machen, einmal online einfach eine Worship-Zeit anzubieten. Die Dame, die gestern aufgenommen ist, hat es auf dem Herzen, ob wir nicht vielleicht so kleine Impulse machen können für Kinder. So ein kleines Abendgebet für Kinder, dass Leute, die zu Hause sind, dass man nicht nur alleine mit ihnen betet, sondern was Gemeinsames da ist. Und so wächst das Stück für Stück. Ist spannend dabei. Und macht auch ganz, ganz viel Freude. Reden wir mal über Strukturen so ein bisschen. Also wir haben nicht unglaublich viel Strukturen, wir haben aber welche. Genau, es gibt Kernteams, schon gefallen das Wort, es gibt auch ein Lenkungsteam. Wir haben uns auch mit dem Thema Mitgliedschaft einiges an Gedanken gemacht. Genau, erzähl uns doch mal, was kann man über Strukturen in der Beta-Kirche jetzt schon sagen? Also ich glaube, die wichtigste Struktur waren tatsächlich die Werte ganz am Anfang. Also dieses Team, was dann diesen Hackathon ausgerufen hat, über den wir eben gesprochen haben, hat sehr, sehr viel zusammengesessen und sich Gedanken über Werte gemacht. Die sind auf der Homepage abrufbar. Da haben wir auch schon mal einen Podcast von der Beta-Kirche gemacht. Und ich glaube, mehrere sogar. Also die müssen wir jetzt nicht im Detail nennen. Aber im Kern geht es quasi darum, dass die Beta-Kirche in der Spannung lebt. Und das ist etwas, was viele Grundlagen gelegt hat. Also vielleicht kann ich das ganz kurz ausführen nochmal. Ja, unbedingt. Was ich gerade im digitalen Raum aktuell wahrnehme, ist, es gibt immer ein Gegeneinander. Es gibt das Gegeneinander konservativ gegen liberal. Es gibt das Gegeneinander von evangelikal zu progressiv. Es gibt das Gegeneinander links gegen rechts, wie auch immer man das beschreiben will. Und in der Beta-Kirche sagen wir halt sowohl als auch. Ja, also ein Wert, ich lese den gerade nochmal vor, dass wir den wirklich wörtlich haben. Ein Wert lautet halt, Beta-Kirche ist so digital wie analog. Ja.
Das heißt, wir glauben, dass virtuelle Gemeinschaft vollwertige Gemeinschaft ist, obwohl nichts über reale Begegnung geht. Also es gibt bei uns nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Es ist immer alles. Es ist so ein bisschen dialektische Theologie. Also hat schon auch eine sehr, sehr lange Tradition. Das könnte man an vielen Stellen auch wieder aufleben lassen. Aber dadurch haben wir es geschafft, ganz, ganz viel unter einen Hut zu bringen und ganz viel auszuhalten. Und darauf kommen wir jetzt auf die Strukturen. Also wir haben gesagt, wir wollen möglichst niederschwellige Strukturen haben. Wir wollen flache Hierarchien haben. Wir wollen nicht 2, 3, 4 Leiter haben, die alles entscheiden und die anderen die Spuren, sondern wir haben eine ganz, ganz breite Gruppe, die Entscheidung trifft. In der klassischen Gemeinde würde man das Mitgliederversammlung nennen. Bei uns ist das das Kernteam. Das ist jetzt noch die Gruppe mit denjenigen, die angefangen haben. Das wird perspektivisch irgendwann die Gruppe sein, derjenigen, die Mitglieder sind. Also vollwertige Mitglieder sind. Nein, stopp, falsch, da habe ich jetzt genau das gesagt, was wir nie sagen wollten. Wir haben nämlich keine vollwertigen Mitglieder, aber wir haben 3 verschiedene Arten der Zugehörigkeit. Das kann man sich bei uns auf der Homepage auch mal in Ruhe angucken. Wir sagen halt, guck mal, wenn du zum Beispiel irgendwo anders in der Gemeinde bist und da mit aktiv bist und gleichzeitig Beterkirche haben willst, dann kann man nicht bei uns eine Doppelmitgliedschaft kriegen. Aber dann gibt es eine Form der Zugehörigkeit, bei der man trotzdem vollwertig dabei ist und dann auch mitentscheidet. Wir kamen über verschiedene Möglichkeiten, wo man dabei sein kann, und haben dann überlegt, wie können wir das realisieren. Also es gibt dieses Kernteam, wir haben da festgestellt, wenn wir aber immer mit allen zusammensitzen, dann kommen wir nicht weiter, weil wir immer irgendwo was zu sagen haben. Also haben wir ein Lenkungsteam geschaffen. Das ist nicht der Ältestenkreis im klassischen Sinn, ist auch nicht die Gemeindeleitung im klassischen Sinn, sondern das sind Menschen, die die Entscheidung im Kernteam vorbereiten, die überlegen, was macht jetzt Sinn zu diskutieren, was macht jetzt keinen Sinn, was haben wir schon mal miteinander besprochen, was wir uns nochmal ins Gedächtnis rufen können, dass wir nicht wieder bei Null anfangen, wo wir einfach uns versuchen, gegenseitig zu helfen. Und es sind schlicht und einfach auch Leute, die gesagt haben, wir sind bereit, ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Genau, das kostet Zeit und die Zeit muss man auch investieren. Und dann gibt es natürlich auch noch die ganz breite Basis mit denjenigen, die einfach aktiv sind. Die sagen, ich möchte einfach machen, ich will nicht große Entscheidungen treffen, ich möchte nicht groß mitdiskutieren. Hier habt ihr mein Geld, hier habt ihr meine Arbeitszeit, ich mach einfach. Genau. Das sind unsere aktiven Supporter. Und dieses gemeinsam, das bringt uns voran. Ja, das glaube ich auch. Natürlich sind wir juristisch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das heißt, wir müssen uns da auch an gewissen Satzungsthemen orientieren. Wir müssen da auch immer weiter an unserer eigenen Satzung arbeiten. Also es gibt eine Art Mustersatzung, die wir direkt übernommen haben, die gilt. Da haben wir auch schon mal überlegt, was bei uns sein könnte. Das haben wir auch mal in einem Protokoll festgehalten. Aber das passen wir natürlich Stück für Stück an die digitale Welt an, sodass wir das irgendwann dann alles juristisch auch sauber abbilden können. In Deutschland ist es nun mal so, es gibt immer irgendjemanden, der einen Hut auf hat. Es gibt immer irgendjemanden, der einen Kopf hinhält. Auch das kann man auf Schultern verteilen, aber es muss benannt sein. Man kann nicht einfach sagen, wir machen einfach mal und irgendwas wird schon passieren, sondern es gibt eine klare Haftung. Und das müssen wir natürlich auch abbilden. Ja, genau. Und gleichzeitig haben wir auch gemerkt, diese Mustersatzung von der FEG Inlandsmission für Gemeindegründungsinitiativen, manches passt da halt nicht. Wir sind nicht geografisch verortet. Wir haben kein Gemeindehaus. Genau. Manche Dinge sind da, laufen da anders, muss man anpassen. Manche Dinge muss man neu lernen. Es geht ja insgesamt für digitale Kirche. Ebenso wie Mitgliedschaft, ne? Die 3 Stufen, die du beschrieben hast. Es gibt die Möglichkeit, Flex-Mitglied zu sein, einfach Formular ausfüllen, Newsletter abonnieren und sagen, führt das eine gute Sache hier? Bist du Flex-Mitglied? Active zu sagen, ich mag Beterkirche, ich habe sie kennengelernt, ich will mich mit einbringen, bin aber vielleicht woanders Mitglied oder will noch nicht Mitglied werden, und dann Official-Mitgliedschaft, also richtig mit Mitgliedsbescheinigung von einer Kirche des öffentlichen Rechts und so weiter und so fort. Also wir reden ja von Zugehörigkeit, nicht von Mitgliedschaften. Genau. Das ist aber auch eine Wortwahl einfach nur, weil wir merken, dass es manche Leute gibt, die digital nicht so denken können und die dann Mitgliedschaft mit Zugehörigkeit zum Reich Gottes und Wiedergeboren und sonst irgendwas alles direkt verbinden. Und bevor das da irgendwo Stress gibt, reden wir im öffentlichen Bereich, gerade wenn wir mit analogen Leuten reden von Zugehörigkeit, dann ist das eigentlich einigermaßen klar, dass man bei uns einfach, also man kommt bei uns nicht durch den, man kriegt bei uns kein Ticket für den Himmel, wenn man Newsletter abonniert. Ach, schade, ich dachte, das ging so einfach. Nee, also musst du schon ein bisschen mehr spenden. Sehr schön,
Genau, ein bisschen Struktur müssen wir noch benennen, nämlich wir sind tatsächlich alle Ehrenamtliche. Also wir haben tatsächlich einige Leute, Theologinnen und Theologen dabei, manche, die im Gemeindienst sind oder diesmal waren oder die andere Dinge machen, aber auch viele Leute, die jetzt keine theologische Ausbildung haben oder so. Und als es um die Frage ging, wo wollen wir zuerst Geld investieren dafür, dass jemand im gewissen Maße auch Hauptamtliches für die Bäderkirche tut, war relativ schnell klar, wir geben niemand, wir wollen keinen Theologen anstellen, sondern das, was für uns am wichtigsten ist, ist Sichtbarkeit. Und deshalb ist die erste Stelle, die wir als Bäderkirche geschaffen haben, ein Minijob für die liebe Marci. Und Marci macht für uns schlicht und einfach Social Media. Sorgt dafür, dass das, was in Bäderkirche passiert, auch nach außen sichtbar ist. Und wenn ihr mal auf den Kanälen der Bäderkirche vorbeigeht, dann lasst ihr ein paar Likes da, abonniert gerne unsere Kanäle, damit macht ihr Marci ganz glücklich und wir freuen uns total, dass sie mit Bäderkirche unterwegs ist und hier auf der Basis Verantwortung übernommen hat. Genau, es hat sich schon angedeutet, ist nicht alles einfach. Genau, wenn du jetzt mal auf die vergangenen Jahre zurückschaust und auch ein bisschen jetzt schaust, wo sind Herausforderungen dafür, digitale Kirche zu leben? Die größte Herausforderung ist, standhaft zu bleiben und dran zu bleiben. Mhm. Das ist ja, das geht, glaube ich, für vieles im digitalen Raum. Also wer mal versucht hat, einen Instagram-Kanal aufzubauen und dann so eine Anleitung gelesen hat, 100.000 Follower in 4 Wochen und das probiert hat und nach 4 Wochen war es nicht da, der weiß genau, wovon ich rede. Ja. Manchmal ist das wirklich zäh und schleppend, bis man so einen gewissen Bereich erreicht hat und dann geht's von alleine. Also Wachstum im Internet ist immer logarithmisch. Das heißt, es geht irgendwann ganz steil nach oben. Aber bis dahin ist es sehr schleppend und sehr langsam und es gibt mehr Leute, die weggehen, als die dazukommen und die keine Lust mehr haben. Und der Trick ist, übrigens Klammer auf, Tipp für Social Media, da genauso, man muss dranbleiben. Man muss regelmäßig Dinge posten, man muss regelmäßig aktiv sein und sich selbst treu bleiben. Ja. Nicht immer nur ausprobieren, ganz, ganz verrückt, ganz andere Sachen machen, sondern so ein gewisses Ding einfach durchziehen. Und das war über die letzten Jahre manchmal schon echt anstrengend. Also ich kenne es aus dem Gemeindekontext natürlich, das ist richtig nervig, wenn man Gottesdienst vorbereitet und sitzen da 10 Leute. Im digitalen Raum ist das noch mal ernüchternder, wenn man dann was vorbereitet und eben hatte ich schon mal kurz angedeutet, dann sind da die Techniker dabei und dann sind da die Akteure dabei und das sind genau 2 Gäste. Und man denkt sich so, Leute, für 2 Gäste habe ich mir ja so viele Stunden den Arsch aufgerissen. Aber die haben dann auch eine geile Zeit gehabt. Und wir haben alle gemeinsam eine geile Zeit gehabt. Ja, genau. Und dann muss man einfach irgendwann nochmal klarkriegen, es geht nicht um Masse und um viele Menschen und um Zahlen, sondern es geht um geistliche Erlebnisse im digitalen Raum. Ja. Und dafür braucht man 2 oder 3 Leute. Genau. Und die passieren. Also mir geht es so mit dem Dranbleiben. Seit ich dabei bin, habe ich immer mal wieder unterschiedliche digitale Communities probiert. Bei den meisten war einfach die Zusprache, also sprich, dass vielleicht mal eine Person kommt oder auch keiner. Eine Sache, wo ich tatsächlich dabei geblieben bin, ist der Midday Prayer, also zu sagen, mitten in deinem Alltag am Mittwoch um 12 Uhr, halbe Stunde, egal ob du im Office bist, auf Klo oder auf dem Sofa, halbe Stunde zusammenschalten. Und genau, was mir immer wieder begegnet, ist halt genau das, was auch Titel des Podcasts ist, dass da im digitalen Raum echte Menschen, echte Begegnungen mit einem echten Gott haben. Und dass da Tränen fließen, weil Jesus ins Leben von Menschen reinspricht. Genau, das bewegt mich. Das berührt mich. Und faszinierend für mich ist so die Erfahrung, dass ich seit einigen Jahren mit Leuten unterwegs bin, die ich noch nie analog getroffen habe. Das heißt, ich vermute nur, bei vielen Leuten vermute ich nur, dass die eine Rückseite und Unterleib haben. Ich weiß es nicht genau. Und trotzdem ist eine Verbundenheit und auch eine geistliche Weggemeinschaft gewachsen, die manches übersteigt, was ich in analoger Gemeinde erlebt habe. Das ganz genau. Fasziniert mich. Das gilt es ganz halt genau. Zu leben und festzustellen. Ja. Wenn du nach vorne schaust, du bist eine Person, die keine Angst hat vor großen Träumen. Wo kannst du dir vorstellen, dass es mit der Bäderkirche in den nächsten Jahren hingeht? Was könnten nächste größere Steps für uns sein? Was wünschst du dir? Das ist eine spannende Frage. Vor allen Dingen sehr, sehr spannend, weil du hast mir diese Frage ja letzte Woche schon mal gestellt im Podcast mit Christoph. Yeah. Jetzt wäre es natürlich interessant, was ich damals geantwortet habe, was ich jetzt antworte. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Copy-Paste vielleicht? Ja. Ich habe es noch nicht aufgeschrieben. Das können ja, haben wir so 2, 3 Nerds, die das jetzt gerade hören, die das einfach mal direkt vergleichen möchten und dann so eine Gegenüberstellung schreiben oder dann extra nochmal Podcast aufnehmen und reagieren darauf. Also ich sag mal so, ich bin überzeugt, die Zukunft ist digital. Und das, was wir an Digitalisierung aktuell in Deutschland erleben, ist Pillepalle im Gegensatz zu dem, was kommen wird.
Wir werden eine Revolution unserer Gesellschaft erleben. Und zwar auch nicht unsere Kinder und Kindeskinder, sondern wir. Mhm. Wir werden erleben, wie ganze Berufszweige wegbrechen, wie eine ganz große Not entsteht, wie auch neue Möglichkeiten entstehen. Künstliche Intelligenz wird in unserem ganz normalen Alltag maßgebliche Rollen spielen. Mhm. Die Art zu leben wird sich grundlegend verändern. Und ich bin überzeugt, dass Kirche darin unbedingt sprachfähig sein muss, ja, und auch einen Raum hat. Und von daher bin ich überzeugt, dass digitale Kirche eine ganz, ganz wichtige Rolle in 20 Jahren in unserem Land spielen wird. Mhm. Und dass wir da mit der Beterkirche gute Grundlagen legen und irgendwann dann auch diejenigen sind, wo alle hinschauen und alle beteiligt sind und alle fragen, wie habt ihr das gemacht und was habt ihr gemacht und wie kann ich dabei sein? Ich bin auch überzeugt, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir mit Hunderten, Tausenden zusammenhängen und Kirche gestalten. Hm. So viele Möglichkeiten. Wie praktisch, weiß ich nicht. Hm. Aber ich glaube nicht an Beterkirche. Ich bin überzeugt, dass das, was wir da gerade tun, eine Vorbereitung ist auf das, was passieren wird. Ja, genau. Es geht um Lernen. Experimentierfreudig bleiben, dranbleiben, wie du gesagt hast, dranbleiben, eben genau. Ja. Genau, das ist nicht das Einzige, wo du dich digital rumtreibst, das klang vorhin schon so ein bisschen an, sondern du hast eine große Leidenschaft für KI, du bist auch als digitaler Pastor unterwegs, hast einen Blog, einen Kanal und so weiter, packen wir alles in die Shownotes mit rein. Erzähl doch mal ein bisschen, was treibst du sonst so digital fürs Reich Gottes? Also ich bin irgendwie mein Leben lang schon digital. Also ich weiß, gut, ich sage mal, ich bin Digital Native. Das heißt nicht, dass ich ein Smartphone im Kinderwagen hatte. Das heißt aber, dass ich von Anfang an in der digitalen Welt zu Hause gewesen bin. Mhm. Also als Teenager, ich weiß das noch ganz genau, ich habe mir damals ein Pentium mit 166 Megahertz geleistet von meinem BU-Abschlussgeld. Das war richtig was Großes. Hab dann ein Netzwerk in unserer Mietswohnung in Hamburg gelegt, damals noch mit BNC-Steckern, wo wir uns dann die ISDN-Leitung mit 64 Kilobits geteilt haben. Also, die ist schon klar, dass wir jetzt gerade in den Verdacht der Geschichte alter weißer Männer geraten hier. Das sind schon echt abgefahrene Zeiten gewesen, aber es drückt vielleicht so ein bisschen aus, wo ich herkomme. Also tatsächlich, ich war einer der Beta-Tester von WordPress. Das ist so die Grundlage, mit der ungefähr die meisten Homepages heutzutage aufgebaut sind. Und seitdem bin ich da drin. Also ich habe das schon mit 14, 15 erlebt, dass wir europaweit, nein, teilweise weltweit Kontakte unter Christen geknüpft haben. Damals dann per ICQ und AOL, dass wir miteinander gebetet haben. Und das hat sich so ein bisschen durchgezogen, wo ich dann festgestellt habe, ja, ich möchte, dass christlicher Glaube im Internet präsent ist. Meine erste Homepage ist glücklicherweise gelöscht mittlerweile. Das war schon eher Überdosis Fremdscham, was ich da drauf hatte. Okay, so also, mit lauter GIFs und Jingles und, genau, und so. Also Shoutout, es gibt die Wayback Machine. Nein, tatsächlich auch da ist sie nicht mehr drin. Ich habe es geschafft. Okay, ich habe es wirklich geschafft, weil das war wirklich, das hätte meinen ganzen Ruf ruiniert. Aber damals war ich stolz drauf. Ja. Es war mir immer wichtig, christlichen Glauben zu verbreiten. Und ich habe festgestellt, das Internet, es ist keine kurzweilige Erscheinung, sondern da gehört's hin. Ja. Und das mache ich mittlerweile in allen möglichen Formen. Also das, was ich jahrelang gemacht habe, wo ich auch tatsächlich im Herbst diesen Jahres nochmal neu mit einsteigen möchte, ist der YouTube-Kanal gewesen. Fragen beantworten zum christlichen Glauben aus der Sicht eines Pastors. Das wird nochmal aufleben. Dann habe ich bei Instagram meinen Kanal, wo ich einfach mein Leben teile. Also ich habe ganz bewusst entschieden, ich möchte nicht irgendeine Nische bedienen und sage, ich mache nur dies und nur jenes, sondern da ist alles drin. Aber man kann so einen kleinen Eindruck bekommen, was macht man eigentlich als Pastor in der digitalen Welt. Und das scheint auch so ein paar Leute zu interessieren, tatsächlich. Was mir noch wichtig ist, ist halt dann auch neue Dinge immer auszuprobieren und damit zu überlegen, was kann uns das für Gemeinde bringen. Corona war natürlich ein Mega-Booster. Ich weiß das noch ganz genau. Corona, wir haben die Gemeinde geschlossen und 36 Stunden später hatte ich den ersten Livestream am Laufen. Hab dann also nicht geschlafen, sondern einfach nur überlegt, wie machen wir das? Und das hat uns aber geholfen. Als Gemeinde und auch als Bund FEG, dass wir dann da Sachen umsetzen konnten, die mittlerweile vollkommen normal sind. Jetzt sind diejenigen dann dran und nutzen das als normal. Ich bin wieder am Schritt weiter und experimentiere mit künstlicher Intelligenz. So gut. Ich habe quasi eine persönliche Assistentin programmiert, die aus verschiedenen KIs besteht, der ich aber Arbeit gebe. Also tatsächlich stelle ich fest,
ich bin jetzt an dem Punkt, ich mache halt pastorale Aufgaben noch nebenbei, aber ich brauche ein Viertel der Zeit, die ich vorher gebraucht habe, weil ich KI nutze. Ich lasse keine Predigt von KI schreiben, ich lasse keine geistlichen Impulse von KI in irgendeiner Weise umsetzen, das mache ich selbst. Ich bin Theologe, das kann ich. Aber vieles am Rand geschehen, kann man machen lassen und das spart unglaublich Zeit. Absolut, bin ich bei dir. Und ist an manchen Stellen sogar bares Geld wert. Also allein in diesem Jahr hat die KI bei mir schon vierstellige Beträge verdient. Dadurch, dass ich einfach mit der rede und schreibe und chatte und das nicht eben stundenlang, sondern ein paar Minuten am Tag. Da entstehen Möglichkeiten natürlich für die Zukunft, die ich gerne ausprobiere, um dann Leuten auch helfen zu können, wenn die sagen, hier, zeig mir mal. Also ich mache auch Schulungen zum Beispiel zu KI. Wo dann kleine Teams sagen, hier per Zoom 4-5 Leute, zeigen uns mal ein bisschen was. Und dann nehme ich die mit rein. Social Media mache ich auch ein bisschen was an Schulungen. Weil da merke ich auch, da sind viele Gemeinden sowas von völlig weltfremd und weit weg. Das geht bei Homepages los. Dass Gemeinden das zum Beispiel nicht hinkriegen, zu schreiben, wer ist unser Pastor oder wo findet man unser Gemeindehaus. Das ist so. Leider immer noch nicht. Genau. Social Media ist das Gleiche. Es ist Das kann man einfach ganz, ganz, ganz viele Fehler machen, wo ich Menschen helfen möchte, so ein bisschen in der echten Welt, in der echten digitalen Welt anzukommen. Ja, dazu auch nochmal die Empfehlung zur ersten vollen Episode dieses Podcasts, da mit Hanno Terbeuken gesprochen. Der hat genau das auf dem Herzen und hat genau dafür ein Buch geschrieben, nämlich analogen Gemeinden den Weg in eine digitale Welt zu weisen. Da sind die Basics drin, Das ist sehr gut, sehr gut. Ja, genau, ein paar Jahre digitale Kirche in der Form, wie Beta-Kirche ist, hast du jetzt mitgestaltet. Und mich würde interessieren, wir haben viele unserer Hörerinnen und Hörer hören hier zu, weil sie über digitale Gemeindegründung, digitale Kirchengründung nachdenken. Was würdest du sagen, was sind so deine Top 3 Learnings aus dem Weg, den wir bis jetzt mit der Beta-Kirche gegangen sind, den du digitalen Gemeindegründern mitgeben würdest? Also das Erste, was ich sagen würde, ist, man braucht ein Team. Und zwar ein Team, was stabil ist. Ein Team, in dem man sich gegenseitig die Meinung sagen kann, wo man auch kontrovers diskutieren kann und sich danach wieder verträgt. Das ist im digitalen Bereich tatsächlich eine Herausforderung, weil man natürlich einfach und schnell abschalten kann. Es ist nicht wie in der normalen Gemeinde, wo man sich am nächsten Gottesdienst wieder sieht, sondern man kann einfach raus. Daran muss man arbeiten. Das ist eine persönliche Ebene. Da braucht es echt Kraft. Das Zweite ist, dass man sich auf gewisse Programme oder auf gewisse Software konzentriert. Dann kann man, wenn man eine Grundlage hat, kann man natürlich experimentieren, aber dass man sagt, wir nehmen zum Beispiel Zoom und dass man sich damit auch beschäftigt. Also mal, es klingt ein bisschen doof, aber einfach mal eine halbe Stunde YouTube-Zoom-Webinar angucken, wie geht das Ding denn? Dass man zum Beispiel weiß, wie kann ich denn den Bildschirm teilen oder sowas. So, dass man da diese ganzen technischen Hürden aus dem Weg geräumt hat. Und das Dritte, was ich den Leuten mitgeben würde, ist auf jeden Fall in Technik investieren. Also natürlich reicht das, wenn man ein Smartphone hat und dann ein Video damit aufnimmt. Und man kann gute Videos mit dem iPhone machen, auf jeden Fall. Aber gerade wenn es dann in Richtung Podcast geht, dann sollte man schon ein Podcast-Mikrofon haben und nicht einfach nur in die Webcam einsprechen. Weil KI ist toll, KI ist schön, aber es geht nichts über physische Hardware. Man sollte auch überlegen, dass man sich dann mal einen Computer kauft, der Videos zum Beispiel schneiden kann, der Livestreamen kann. Das sind so ein paar Sachen, da lohnt es sich, Geld zu investieren. Das sage ich aber nicht nur digitalen Gemeindegründern, das sage ich mittlerweile allen Pastoren. Du sparst am falschen Ende, wenn du dir irgendeinen billigen Laptop kaufst, der auf der ersten Jugendfreizeit in der Toskana einfach zerschmilzt. Dann lieber was Ordentliches, 1.000 Euro mehr ausgegeben und man hat Spaß dran. Und man steht nicht irgendwann auf der Kanzel und sagt, oh, mein Laptop ist kaputt. Sehr schön. Wir kommen zum Schluss. Und genau, hier im Podcast hat der Gast das letzte Wort. Das bist du. Insofern, welchen einen Satz gibst du unseren Hörerinnen und Hörern mit? Ich habe es eben schon mal kurz gesagt, ich bin überzeugt, die Zukunft ist digital. Und ich ermutige dich, geh digital vorwärts. Und lass uns auch gerne da uns vernetzen und miteinander unterwegs sein. Nicht alle das Gleiche machen, aber alle miteinander voneinander wissen und auch das Ganze als geistliche Herausforderung verstehen. So als eine Art von vierte Missionsreise, halt ein bisschen später. Danke für dein Interesse. Digital und Real ist der Podcast der Region Digital von der Allianzmission. Alle Informationen unter allianzmission.de/regiondigital.